Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zum Minecraft-Technik-Projekt mit dem Tino. Hi Leute. Ja, so. Was machen wir? Tino ist an seinem Blastfurnace dran. Ja. Und ich nehme etwas Essenzen zu mir. So, warte mal, Blastfurnace. Was ist so, Leute, pass auf, wir müssen auf jeden Fall, ich hab mal geguckt, wie das funktioniert. Ja, es hat sich wieder alles verändert, war ja klar. Was machst du denn? Ich nehme gerade Level zu mir, weil ich... Wir brauchen auf jeden Fall, Leute, einen... Ach, scheiße, wie hieß Heat, ne? Heat irgendwas? Ja, Heat, Heating. Und zwar einen Solid Heat Generator, ein Fluid Heat, ein Radiosotope Heat oder ein Electric Heat. Ich würde ja fast mal einen Electric Heat nehmen. Liquid Heat. Fermenter, Steam generell. Ich würde einfach mal den Electric Heat nehmen, oder? Ja, wir haben ja Strom, haben wir genug. Strom haben wir genug, ne? Würde ja. Ich auch sagen. Schauen wir mal, dass wir das Ding mit Strom zum Laufen bringen. So, pass auf, RE-Batterie. Hammer. Das Ding brauchen wir noch. Was hat er denn? Brewing Stand, da. Ach so, verstehe. Ui. Ich mache jetzt so Basic Minecraft Stuff gerade. Basic Minecraft? Ja, Potion machen. Oh Gott. Potion of Swiftness. Potion of Swiftness. Welche? Ist egal. So, warte mal, diesen Electric Heat Generator habe ich jetzt schon mal. Das ist nur die große Frage. Ich hoffe mal, wenn ich den jetzt hier draufsetze. Oh, der connected schon mal. Okay, ich muss in Never. Ich muss dann wohl ein paar Never-Warzen farmen. Wie produziert dieser Electric Heat Generator? Ich glaube, du musst den noch unten drunter setzen, unter den, ne? Oder was daneben? Ja, naja. Ich raste ja aus. Warte mal, guck mal, wie der Electric Heat Generator funktioniert. Ich bin aber auch ein Noob manchmal. So, warte mal, Strom hat er. Was muss hier noch rein? Das ist eine gute Sache. Eine echt gute Frage. Ich habe sie mir nicht angeguckt. Du hast sie doch angeguckt. So, wartet mal, Leute, ich muss ja mal nebenbei gucken, das ist eine Mist. Aber die ist nicht auf. Man kann da viele coole, tolle Sachen bauen, aber das Problem ist, man sollte sich mit dem Mod doch mal auseinandersetzen, beziehungsweise mit diesen neuen Sachen, ne? Der doof, dass sich wirklich so viel verändert hat. Weil früher wusste ich nur, da muss man noch unter dem Blastfurnace einfach nur Lava setzen. Ja, ja, genau. Funktioniert. Und jetzt muss man sich über 10 Ecken denken. Das ist doch mal anders. Boah, ich weiß, wie der funktioniert. Oh, Zombie Pigman. Der umfangreich echt geworden, ne? Ja, wirklich? Das ist, ja. Da will man mal eine Festung looten. So. Weil man connected auf jeden Fall nicht. Weil ist ja solid, ne? Oder Gast hat einen gelben Hut auf. Meiner. So, schauen wir nochmal. Was ist denn das für eine Kacke hier? Oh Gott.
Müssen wir mal kurz Okay. schauen, Leute. Ey, ich kill. Der brennt jetzt, ja, ist ja schön und gut, aber was dann? So, was macht er denn jetzt hier? So, so und so. Ach so, verstehe, verstehe, verstehe. Warte mal. So, ich habe ganz viel Scheiße mitgebracht aus Never. So, Never Watson. So. Tja, das ist also das Geheimnis. Hast du sie jetzt raus? Oh. Naja. Ein Potion of Night Vision brauche ich noch. Mischen Kopf, wieso, wieso? Wieso fühlt sich das nicht auf? Oh Mann! Warte mal, diese Punkte hier, die müssen auf jeden Fall aneinander sein, so. So. Ich hoffe jetzt mal, ich habe es richtig gemacht. Warte mal, dann machen wir halt eben erstmal den Rest noch. Und zwar, hier müssen sechs Erses rein, genau. Machen wir erstmal die noch schnell. Ja. Compressed Erses waren das, ne? Genau, muss den Kompressor so eine leere Zelle machen. La 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 la, pling 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 pling. Ach, Zimtbladen. Zimtblades, ah, okay. La 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 la. Das passt ja schon mal nicht. Moment. So. Ich hoffe mal, es funktioniert. Ja, das Okay. und? Jawohl. So, gut, erstes. Mann, Mann, Mann. Das ist so eine komplizierte Kacke hier geworden, alles. Naja, was heißt kompliziert? So kompliziert ist es jetzt hier nicht. Also ist jetzt nicht so, dass man es nicht versteht, aber das Problem ist halt einfach so umfangreich. Hat sich alles verändert. Ich meine, ich habe das alles schon mal gespielt und alles irgendwo auch schon mal gemacht, aber es ist irgendwie trotzdem alles anders. Und das ist das Problem. Da muss man halt mal ein bisschen gucken, ne? Aber wie. Nö. Müssen halt sehen. Müssen wir halt schauen, wie es wird. Kann man sich irgendwie Emeralds craften? Jetzt brauchen wir erstmal sechs von diesen Zellen hier. Gucken wir mal. Emerald. Nein. Gut. Oh Mann, das ist alles nur für Overclocker. Aber wenn wir es einmal haben, haben wir es, Leute. Das ist das Schöne an der ganzen Sache. Deine Sludge-Tanks sind auch voll, ne? Ich weiß, ich wollte dann demnächst irgendwann einen Sludge-Boiler bauen. Der wandelt dann den Sludge in random Items einfach um. Und droppt er irgendwelche random Items. Das ist eigentlich auch ganz cool. So, gut. Pixel ist noch Fangen wir drauf, nur ne? mal kurz Ja. an. Also Lava haben wir auf jeden Fall auch reichlich. Das ist schon mal geil. Überlege eigentlich, ob ich noch einen Tank baue. Warte mal.
Ich bräuchte jetzt Emeralds, dazu bräuchte ich ein Villager Dorf. Ich glaube, statt 3 hat ein Villager Dorf. Sag mal, wie viele Tanks gibt's denn hier? Das ist ja auch abnormal. Aber die mit Obsidian kannst du leicht machen. Wir haben so einen Obsidian-Generator. Wie heißen diese Tanks nochmal hier, die aussehen einfach wie Glas? Tank. Ach, einfach nur Tank, Ja. genau. Aber wo ist das Obsidian? Dann musst du das Ding, wo die verschiedenen Portable Tanks draufstehen, damit kannst du es hier herstellen. Was, wo? Bei uns in dieser, in unserer großen Wand, wo alles drin ist. Warte. So, ich spoiler mal alles etwas und bin jetzt mal kurz bei der Stadt 3. Also diese Pisswurst, Alter, der macht nix. Wieso macht er auch keinen fucking Heat? Kling, kling. Check's nicht, Leute. Ohne Scheiß. Ich weiß nicht, warum es nicht geht. Naja, was denn? Das ist doch Kacke. So, was soll ich jetzt machen? Wo Portable Tanks hier? Obsidian, ich will Obsidian, Obsidian. Obsidian, siehst du bei uns in der, unserer Maschinenwand? Ja. Wo der Alloy Smelter und so steht, ne? Ja, da ist auf einer Maschine sind so mehrere Tanks drauf. Ja, mit Wasser. Ja, und die Ach Maschine, in so, der Maschine kannst du Obsidian herstellen. ja. Sag das da einfach. Was braucht er jetzt noch? Lava. Lava, Lava und Wasser. Ja, wo soll ich die Lava jetzt drauf knödeln? Du kannst dir mit dem Fluid Transposer kannst du dir die Lava aus deinen Dingern da, aus deinen Erzeugern da in den reinleiten, dann in den Eimer machen und die Eimer dann rein. Mir auf den Sack. Fängt auch noch mit Eimern an hier. Oder in deine Portable Tanks rein. Auch kein Plan, das ist gut. So. Also, das mit der Lava hast du oder? Naja, funktioniert schon. Ja. Brauchst ja eigentlich nur 4 für deinen Tank, oder? Ja. So. Ups. Ups. Ah, aber ich brauche so viele Goldnuggets. So, wie viel kriegt man denn da raus überhaupt? 2, okay. Wie viel gehen da überhaupt rein? 16 Millibucket oder sowas? 16.000, ne? Also 16 Buckets, glaube ich, oder so, Nee, ne? 4. In so einen Tank? Also in so einen Tank 16.000. Ja, ich dachte in den Generator jetzt. Nee, in den Tank gehen 4. 16.000. Ja, ich probiere es einfach. Da brauche ich das wieder. 2, 3, Schlimm, 4. schlimm, schlimm, Ja. schlimm, schlimm, schlimm. Aber das geht jetzt überhaupt. Mehr. Kann ich einfach abbauen, oder? Kann ich die so. Ja, nimm deine Wrench. Also ich würde deine Wrench nehmen dafür. Ne, passt schon. Geht. Achso, ich dachte, die Lava steht einfach so hier. Was denn?
Wenn du von weitem weg bist, siehst du die Striche gar nicht. Das sieht so aus, als ob die Lava einfach so viel da fließen würde. Ach so, ja. Das ist ganz nice. Hab ich gerade gewundert. Sieht wirklich nice aus. Mit dem schwarzen Hintergrund. Gut. So, und jetzt funktioniert dieser Arschkackmist hier immer noch nicht. So, guck mal hier. Guck mal bitte. Komm mal her jetzt. Kommen wir, wir zusammen jetzt hier mal gucken. Ja. So, pass auf. Na? Pass auf. Ja. So, pass auf. Ich stell hier hin. Blast Furnace, ne? Flups. Ja. So. An dem Blast Furnace, der hat hier so einen schönen, hier so eine Kupferplatte. Ja. Gell? Wenn du guckst hier hinten, Kupferplatte hier auch so. Ja. Die müssen aneinander sein, ne? Okay. So, das heißt, ich stelle so, zack, aneinander. Ja. So, und jetzt klick mal hier auf diesen Solid Heat Generator. Brauchst du nicht einen Fluid Heat Generator? Ist das scheißegal, was für einen? Ich kann da hier Kohle jetzt reintun. Achso, okay. Ja, leg mal rein. So, siehst du? Nimmt er die Kohle. Aber der produziert nichts. Der produziert kein Heat. Warum? Da leuchtet ja auch. Er macht ja irgendwas. Guck hier, so die 6 Zellen habe ich auch schon. Alles da, hier, zack, drin, fertig. So, und nu? Muss die Kohle abbrennen vielleicht? Oder was? Guck mir. Siehst du, und jetzt ist die Kohle abgebrannt und jetzt... Weißt du was? Du kannst dich nochmal einlesen, denn die Folge ist jetzt vorbei. Ach, das ist doch scheiße. Deswegen würde ich jetzt sagen, danke fürs Zuschauen, Leute. Wir hören uns beim nächsten Mal. Sehen uns beim nächsten Mal. Arschlochding. Okay, ja, Tino rastet gerade noch aus. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Schaut doch mal beim Tino vorbei. Lasst mal ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Lasst mal einen Daumen da. Und dann würde ich sagen, tschüss, Leute, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, tschüss.